Glühende Ringe und ganz viel nichts. So also sieht er aus, der Sturz in ein schwarzes Loch. Stolz präsentiert die NASA auf Social Media eine grandiose neue Visualisierung. Genau das soll passieren, wenn ein Mensch in ein schwarzes Loch fallen würde. Schwarze Löcher sind Orte ohne Wiederkehr. Die unheimlichen Trichter im Raumzeitgefüge sind so stark, dass sie ganze Sterne zerreißen können. Das schwarze Loch in der Simulation wird von einem Strudel aus glühendem Gas umhüllt. Weiter innen leuchtet ein Photonenring, Lichtteilchen, die dem Trichter gerade noch so entkommen. Ab jetzt wird's finster. Der Sturz in die Singularität, dem zentralen Punkt im schwarzen Loch, an dem alle Masse sich sammelt. Übrigens, laut NASA hat diese grandiose Animation dank Supercomputer mit mehr als 127.000 Prozessorkernen ganze 5 Tage gedauert. Mit handelsüblichem Laptop daheim würde das Ganze mehr als ein Jahrzehnt dauern. Also einfach entspannt zurücklehnen und den Sturz ins schwarze Loch genießen.